schönen guten Tag zusammen. Heute fahre ich Norden nach Eckeföder. Ja, zu der Firma Tetronic. Das wird sehr interessant. That's amazing. I've only had the van just over a week and I've already done 2,000 kilometers. You are over the speed limit. Oh, thank you very much. Yeah, the weather's not so nice today. It's only 16 degrees. Bodensee was lovely, although that was a bit too hot. Yeah, 46 degrees in the van. Singing in the rain, just singing in the rain. This is the famous Elbe Tunnel, which goes right under the Elbe. Going down! It's a long tunnel. A bit scary, really. It's a long tunnel. Now, this is a good day. If you get stuck in the tunnel in a traffic jam, that's not so nice. Tunnel ist echt lang. Es dauert ewig. Oh, endlich. Ja, hier ist etwas für alle Starlight-Fans. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Ist man im Tunnel drin, dann sieht man es Licht. Yeah, hey! Starlight Express, that was a great time. Ja, ich war viele, viele Jahre bei Starlight in Bochum und auch 3 Jahre war ich in London, Victoria. Und Papa, ja, er hat dann Licht am Ende des Tunnels gesungen. Und es war Interessantes, ich war die erste, in Deutschland mindestens, die erste White Popper, die erste Weiße Popper. Ja, die hatten keinen mehr, die muss mich nehmen. Es gibt ein Licht ganz am Ende der. This is an amazing bridge. Eckenförde, ich bin da und ich denke, da ist mein Ziel. Das ist die Firma Tetronic. Ja. Bin ich da bei der Firma Tetronic? Wir gehen rein. So, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Good news, bad news. Mein Tetronic Alarm System funktioniert super. Alles ist gut. My alarm system is great. It all works. But there's no one there to do an interview. It's Friday. So everyone from that department, from dieser Abteilung, ist nach Hause gegangen. Schade. Okay, aber mindestens wir haben die Gebäude von Tetronic gesehen. Yeah, at least we've seen the building. Now, the next stage in my tour is a place called Fehmarn. And there, hopefully, I can do a bit of kitesurfing. Erstmal einkaufen. Looks lecker. Okay, shopping on board, let's go. The sea, das Meer. Super. Sehr schöner kleiner Ort. So, heute ist das erste Mal. Ich benutze meine Bialetti Kaffeekocher. Yes. So, it's the first time I'm using my little espresso coffee pot. I'll see how it goes. Well, it looks good. How's the Paket? Sieht cool aus. Ich hoffe, es passt. Ja, das passt. Ist nicht zu klein. Okay, jetzt brauchen wir nur den Kaffee. Business. Looking good. I just hope it doesn't explode. Sometimes these things do. Nice, fresh coffee. Schön, frischer Kaffee. Now, this is a life. A nice cup of coffee. And some nice olives. And look what I found here. Oh, okay, this is really oily. Eee!
I don't know if you can see why that is, because I'm not going to take it out. Octopus! Mmm, lecker! And sehr schöner deutscher Käse. And this is Siegerkäse, yeah. So it's goat cheese, as you say in English. A nice baguette, and what a view! Couldn't be better. Mmm, I guess this is not everybody's taste, but I love it. Octopus. Oh, yes. So, das war eine schöne kleine Pause. Und jetzt nach Fehmarn. Off we go to Fehmarn. I think another hour and I'll be there. See you there. Ich habe Snicky für 2 Wochen gekauft und ich bin so glücklich. Glücklich. Ich bin so glücklich. Es ist toll. In Bodensee, Freiburg, das war toll, das war eine große Ausflug. Und jetzt einfach nur 2 Tage weg. Es ist einfach toll, dass man einfach so spontan weg kann. Und ist man plötzlich wieder ins Urlaub. Es ist toll. So, ich kann in 1 kilometer, bear right onto the A1 towards Pudgarden. Ja, gut, lustig. Alles live, Verwandte. Da ist auch ein Globecar Camp Scout. Ist ein bisschen älter Modell und er fährt auch bestimmt nach Fehmarn. So, over the bridge. And only 30 Ks. First time I've been to Fehmarn and I'm so lucky with the weather. It looks great. So this is quite amazing. I was down by the harbour, but I thought, no, I can find a better place than that. And now I'm on a very interesting street. In fact, it's not a street, it's a lane. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist keine Straße, kein richtiger. Ich fühle mich so wie in der Dschungel hier. Aber mindestens fahre ich in die richtige Richtung. Aber wir gucken, wo ich rauskomme. Aber es ist schön, die Sonne scheint, die Abendsonne. Aber die Straße ist ganz schlecht. Oh mein Gott. Es ist ein Bus, es ist kein Trecker. So, I finally found a place for the night. And it's great. It's not a camping site. It's exactly what I wanted. This is genau was ich wollte. Einfach das Meer, the sea, fresh air, nature. Es ist super. Und so ruhig. So klar. Great spot. Really lucky. Just spoken to a guy here who belongs to his kite school. I don't get a private lesson because that's what I'd like. Ich würde gerne eine Privatunterricht haben für diese Kitesurfen, weil bis jetzt habe ich das nur geschafft, so 2 Sekunden auf dem Brett. Ist nicht so einfach. Aber morgen, die gehen raus und die wird dann irgendwo darüber. Und ja, yeah, so, ich werde dann nicht alleine sein. Ich nehme ihr mit. I take you guys with me. And it should be very interesting. Okay, so, das war mein Tag. Puh, da bin ich glücklich, dass ich diesen Platz gefunden hatte. Es ist schön ruhig. Da ist ein kleiner Bistro da, aber brauche ich nicht. Ich fange jetzt an zum Kochen. There was the beans. Now comes the onion. Kartoffel. Potatoes. Hackfleisch. Mmm, mincemeat. Lecker. All right, let's cook it for 45 minutes. Essen kocht. Bier in Hand. Und ein schön Sonnenuntergang. Ein schön guten Morgen zusammen. Good morning, everybody. Well, the weather's not so nice as it was yesterday. Well, it's still early. But look what I have for a fabulous view. Kurz Info zu diesem Stellplatz. Die Kurtax kostet 2,50 und ja, ich bin gestern Abend gekommen und habe ich dann die ganze Nacht insonst hier übernachtet und dann von 10 bis 18 Uhr kostet nur 5 Euro. Es ist wirklich genial. Okay, for all you Brits, just to let you know, you've got to pay a Kurtax here, so it's 200, it's €2.50.
So it's nothing. I parked the whole night for nothing. And from 10 o'clock till 6 o'clock, there's a parking fee. And that's only €5. So it's brilliant. And for all you surfers, kite surfers, this is the place to come. Ich muss sagen, ich bin sehr aufgeregt, weil, ja, neuer Bus. Und der Bus selber, ich war in Freiburg, war in Bodensee. Und das hat die ganze Zeit gedauert, bevor ich wusste, wie alles geht. Und jetzt, für diese Reise nach Fehmarn, habe ich eine neue Drohne gekauft. Und da bin ich wieder aufgeregt. Und ich war ja auf dem Parkplatz hier, das zum Ausprobieren. Oh, bisschen zu viel Wind. Aber es war sehr interessant. Es ist hochgeflogen. Dann ich wollte das runterbringen, aber der Wind war so stark. Es ist oben geblieben. Und ich war auch nicht sicher, wie das geht. Oh, aber ich habe ein Bild gemacht. Ich zeige ihr das. Und dann heute Abend, wenn die Sonne runtergeht, dann, und es ist kein Wind, dann mache ich noch ein richtiges Video. So, it's got a little bit cooler outside. So I decided to have a nice cup of tea. And some German biscuits. Very nice. And a little song. Why not? Okay, this one's called San Francisco Bay. Maybe you know it. I got the blues when my baby left me by San Francisco Bay. Ocean liner to go so far away. Yeah, I didn't mean to hurt her so bad. She was the best girl I ever had. Whoa, I said goodbye, gonna make me cry. Guess I'm just gonna lay down and die. I ain't got a nickel, I ain't got a lousy dime. If she don't come back, I think I'm gonna lose my mind. If she ever comes back to stay, it's gonna be another brandier day. Walking with my baby down by San Francisco Bay. One more time. I got the blues when my baby left me by San Francisco Bay. Yeah. Ocean liner to go so far away. Oh, I didn't mean to hurt her so bad. She was the best girl I ever had. Goodbye, gonna make her cry. Guess I'm just gonna lay down and die. Ain't got a nickel, I ain't got a lousy dime. Oh yeah, if she don't come back, I think I'll lose my mind. If she ever comes back to stay, it's gonna be another brand new day. Walking with my baby down by San Francisco Bay to Leona. All right. Wieder einen schönen Sonnenuntergang und ja, ich habe zwei sehr nette Menschen kennengelernt und ich habe noch nicht gefragt, wie die heißen, aber ihr müsst nichts sagen. Kein Problem. Okay. Und sie sind? Michael. Michael und? Svetlana. Kommt ihr dann hier oft oder? Nein. Nee, nur so ab und zu. Ich bin als Kind oft hier gewesen, so. Aber ja? Jetzt nicht mehr so. Ja, ihr habt erzählt, no, speak in English, for all the English viewers, that you have a big interest in Cornwall. Yeah, we do. Right? Yeah. We love it. The Midlands. Yeah. And the Midlands. Yeah. Yeah. But say more about Cornwall. Where do you go in Cornwall? Truro. Truro. There's a Truro lovely place. National Trust Gardens. Yeah. It's great. Nice. She has got a lifetime membership for the National Trust. Yeah. Yeah. Fabulous. Yeah. And you travel how many times in the year? Two or three times. Four times. I mean, you've almost got no. You don't have a German accent. No. Oh, she's not German. Oh, you're not. Where are you from? Yeah, I'm Russian. You're Russian? Yeah. Well, you don't hear that either. No. Yeah. Wow, well, it's always interesting who you meet. Well, it's lovely to speak to you anyway. Yeah. Very nice. Yeah. And, enjoy your weekend. Very nice to meet you. And you, nice to meet you too. Wish you a nice trip. Yeah, danke. Ja, so, ich bleibe noch ein paar Stunden und dann fahre ich dann weiter. Aber ich denke leider nach Hause. So, leider muss ich Fehmarn verlassen. Unfortunately, I have to go. I had a great time, great 2 days, and I'm definitely coming back. Ich komme wieder. Und nächstes Mal, Kitesurfen.